Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ich habe mir passend zur Jahreszeit nochmal ein paar meiner Winter- und Nasswetter-Tipps rausgesucht und euch die in dieses Video gepackt. Unter anderem ist auch dieser Mantel dabei oder die beste Reithose, die man bei diesen Temperaturen anziehen kann. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange weiter. Wenn ich Links habe, habe ich euch die unten in die Infobox gepackt, damit ihr die Sachen dann auch schnell findet. Ansonsten ja, erklärt sich, glaube ich, das meiste von allein. Ich habe aber schon zu diesem Thema ein Video gedreht, glaube ich, vor 2 Jahren. Und das habe ich euch zusätzlich verlinkt. Da sind noch mal ein paar andere Tipps drin, wie ich mich warm halte im Winter oder wie ich meinen Pferden was Gutes tue. Und jetzt geht's los. Worauf ich bei dieser kalten und nassen Jahreszeit auf keinen Fall verzichten kann, sind diese dünnen Rollis, die ich immer gerne drunter ziehe, oder Funktionsshirts, damit ich eben nichts am Hals habe, weil ein Schal ist im Stall ja irgendwie nicht so eine gute Option. Und da greife ich wirklich sehr, sehr gerne einfach zu so einem dünnen Rolli als Unterhemd. Es gibt keine bessere für den Winter, und zwar die Softshell-Reithose von Rider's Choice. Die ist wirklich... Ich habe sie jetzt schon ein paar Jahre in Gebrauch und sie ist super, super bequem zu tragen. Sie ist wasserabweisend, von innen mit weichem Vlies gefüttert. Sie sieht auch noch schick aus. Es gibt jede Saison wieder neue, tolle Farben. Und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, gerade wenn ihr länger im Stall seid oder auch mal ausreiten geht. Nehmt euch Fäustlinge mit in den Stall, so ganz einfache aus Vlies oder was auch immer. In diesen engen Reithandschuhen, da werden die Finger dennoch meistens kalt, und gerade wenn man auf den Schmied oder Tierarzt noch ein bisschen wartet oder auch so einfach gerade nicht alle Finger einzeln braucht, dann kann ich euch das sehr, sehr empfehlen, und am besten noch einen Handwärmer rein. Mir war nicht bewusst, dass ich dieses Produkt brauche, und jetzt werde ich es nicht mehr hergeben. Und zwar dieser Heizmantel von HKM, der eine integrierte Powerbank hat, mit der dieser Mantel bis zu 4 Stunden lang Wärme ausstrahlt. Und es gibt 3 Stufen. Es dauert nur wenige Minuten und sofort wird dieser Mantel warm. Und es ist einfach so eine geile Erfindung. Er ist jeden Cent wert und sieht dazu auch noch sehr schick aus. Durch Schlitze und sowas kann man damit auch super reiten, und ich liebe ihn jetzt schon. Es ist nur tatsächlich noch nicht kalt genug für ihn. Ich freue mich tatsächlich auf die kalten Tage mit meinem Mantel. Falls ihr eure Pferde auch extra immer für die Weide umdeckt, so wie wir das machen, und die auch noch geschoren sind, habe ich jetzt einen Tipp für euch, und zwar diese ganz, ganz dünnen Unterdecken, die eigentlich eine Füllung haben sollen von 150 Gramm, aber wenn man die ein, zwei Mal gewaschen hat und so, also das ist wirklich auch eine sehr, sehr günstige Decke und die hat sehr wenig Füllung. Deswegen haben wir die bei den Pferden drunter, damit die Pferde nicht nackig stehen, wenn wir die Decken tauschen, und vor allen Dingen auch keine kalte Decke auf den Rücken bekommen. Apropos warmer Rücken, da kommen wir doch direkt hier schon zum nächsten Produkt. Die Schabracke ist auch gerade erst rausgekommen. Eine Schabracke von Rider's Choice in Zusammenarbeit mit Back on Track. Das heißt, wir haben hier dieses tolle Veltex-Material, was die Körperwärme zurückreflektiert, also die Infrarot-Körperwärme, und dadurch die Muskulatur hilft, sich zu entspannen, und auch es kann einfach das Wohlbefinden des Pferdes verbessert werden. Entzündungen können dadurch, vorgebeugt und auch gelindert werden und. Es gibt da so viel zu erzählen. Das Tolle ist, es gibt sie jetzt auch in einer dritten Größe. Das gab es nämlich bei der letzten Auflage nicht. Und jetzt passt sie auch perfekt unter meinen schönen Sattel. Ich bin sehr begeistert. Qualität ist der Hammer. Und ihr findet dazu alle Infos unten in der Infobox. Ich kann sie euch wirklich empfehlen. Fürs Training, aber auch für Turnier. Super schick. Passt überall zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das im letzten Wintervideo schon mit drin hatte. Ich glaube schon, und zwar Mesh füttern im Winter. Das ist ja wirklich eine schwierige Zeit für die Atemwege der Pferde. Pferde neigen in der Zeit immer mal wieder zu husten, sie stehen mehr drin. Es stehen auch oft dann mehr Pferde drin, als es im Sommer der Fall ist, und. So kommt auch mehr Staub zusammen. Dadurch neigen Pferde halt eben zu dieser Jahreszeit zu husten und ein bisschen Schnodder und so zu haben. Ich gebe dann immer, die Mittagsportion ist ja sowieso immer Heukops, die werden ja aufgeweicht. Und die gebe ich dann noch im warmen Zustand, sodass wir die aufsteigenden Dämpfe haben, und mische Bronchokräuter drunter. Gibt es ja ganz viele, aber ich kann euch die von Mühldorfer auf jeden Fall empfehlen. Also Mühldorfer Pferdefutter ist ja auch meine Wahl überhaupt, und die haben da auch ein ganz, ganz tolles Produkt. Und wenn man das wirklich ins warme Mesh packt und das dann auch am besten vom Boden füttert, dann geht das richtig schön in die Atemwege rein.
Ich kann im Winter sehr gut darauf verzichten, mit kalten Fingern zu bandagieren und vor allen Dingen danach die Bandage wieder aufzuwickeln. Und auch grundsätzlich greife ich bei der täglichen Arbeit sehr gerne zu den Gamaschen von Rider's Choice, diese Trainingsgamaschen, weil das einfach ein so unkompliziertes Handling ist. Die sitzen super, die schützen die Pferdebeine gut und sehen auch noch cool aus. Es gibt viele Farben und das Innenfutter ist super, super weich. Also meine Pferde brauchen jetzt keine warmen Beine, aber wenn man es genau nimmt, dann sind sie auch noch schön mollig eingepackt. Ein Must-Have, nicht im Sinne von super praktisch, sondern super schön, ist dieses Mähen- und Fellglanzspray von Speed in zwei Duftsorten, Bratapfel und gebrannte Mandeln. Und es riecht wirklich richtig gut. Und das Highlight ist, es gibt da noch so ein paar Goldpigmente drin und dann schimmert das Pferd. Das heißt, wenn das Pferd matschig ist, sprüht einfach Glitzer drauf. Sie riechen nicht mehr nach Matsch, sie riechen nach gebrannten Mandeln und glitzern auch noch goldig. Es ist einfach eine nette Idee, ist auch ein tolles Geschenk, was man nach Freundinnen machen kann. Für mich darf in der Winterpferdepflege das Winterhufgel von Effel auf keinen Fall fehlen. Im Sommer gibt es ja auch die Gegenkomponente, das Sommerhufgel, und das ist einfach so super aufzutragen. Man hat halt nicht diese Verschwendung wie mit Öl und ich finde schon, dass es den Huf sehr, sehr elastisch und sehr gepflegt auch hält. Die sehen auch lange gepflegt danach aus. Also es gibt dem Huf schön Feuchtigkeit und deswegen, das gehört für mich absolut in den Stall zu dieser Jahreszeit. Ein weiterer Tipp ist, nehmt viele Handtücher mit. Wenn ihr eure Pferde zum Beispiel die Beine wascht, nachdem ihr sie irgendwie von der Weide reingeholt habt oder so, dass ihr die schön abtrocknen könnt, damit es nicht zu Mauke oder anderen Feuchtigkeitsverletzungen kommt. Und das ist noch so was, wo ich im Winter noch mehr darauf achte, dass ich wirklich die Pferde auch, wenn ich sie sauber gemacht habe, eben in der Fesselbeuge abtrockne. Weil im Sommer trocknet es meistens schnell von alleine weg und vor allen Dingen möchte ich auch nicht, dass das Wasser so lange an den Beinen steht, damit sie schnell trocknen. Über dieses Thema kann man eigentlich nicht oft genug sprechen. Sobald es dämmert, sollte man mit seinem Pferd einfach den Hof nicht ohne Reflexartikel verlassen. Das ist einfach sonst Gefährdung für einen selber und für den Straßenverkehr allgemein. Es ist so schwierig manchmal dann gerade auf so Landstraßen irgendwie einen zu erkennen. Es ist auch schwierig, das einzuschätzen. Und wenn man dann komplett dunkel gekleidet ist und nichts am Pferd ist, was reflektiert, kann das einfach sehr, sehr schnell böse enden. Und es gibt mittlerweile so viele tolle Produkte. Neu haben wir diese Nierendecke. Die ist halt super cool, weil sie einfach ein Fließfutter hat und so unsere geschorenen Pferde auch nicht kalt werden. Und da kann ich wirklich nur immer wieder an euch appellieren, legt da viel Wert drauf. Das darf man echt nicht unterschätzen. Noch zum Abschluss ein Quick-Tipp. Viele Pferde haben im Winter mit Haarbruch Probleme. Gerade so rot-braune und Füchse. Carlson hat es super schnell, dass da, wo mein Absatz ist, ihm einfach das Fell bricht. Die Haut hat nichts, es ist ja auch nicht mehr Reibung als vorher, aber sein Winterfell ist einfach super, super brüchig und das war auch schon immer so. Vor allen Dingen halt so im Bereich hinter dem Widerriss bis zur Lende. Und ich kann machen, was ich will. Man sieht richtig, wie einfach ein gerader Cut da auch ist, wo mein Absatz halt sitzt. Es hat nichts mit dem Sporen zu tun. Es sieht halt nur sehr unschön aus. Aber viele Pferde haben das tatsächlich dann auch am Hals. Das hat Carlson Gott sei Dank nicht. Und da kann ich euch empfehlen, nehmt diese Schoner, die nicht aus Lammfell sind, sondern aus synthetischem Material, weil ihr sie viel öfter waschen könnt und zieht sie einfach über die Zügel. Die gibt es auch noch in längeren Varianten. Und dann könnt ihr so das Fell eures Pferdes am Hals schonen, damit es da halt eben nicht bricht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aktuell ist es ja noch relativ mild, das kann sich aber ja schnell ändern. Und von daher bin ich jetzt schon bestens gewappnet. Und frieren werde ich im Stall wohl nicht so schnell. Vielleicht konntet ihr den einen oder anderen Tipp daraus mitnehmen. Und wir sehen uns hoffentlich auch ganz bald beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.